nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. So schön das mit dir auch ist und ich deine Freundschaft vermiss. Nicht um jeden Preis lass ich dich teil meines Lebens sein. Schatz, willst du mich heiraten? Ja, ich will. Unterschreibst du dann bitte vorher kurz nur noch diesen Ehevertrag? What? So oder so ähnlich dürfte sich die Szene in den Köpfen vieler abspielen, wenn sie über das Thema Ehevertrag nachdenken. Um den Ehevertrag ranken sich viele Mythen, Unklarheiten und vor allem wird die Diskussion darüber selten objektiv geführt. Meistens wird das Thema sofort herabgewürdigt mit dem Satz: Wenn ich heirate und davon ausgehe, dass ich mich gleich wieder scheiden lasse, dann brauche ich gar nicht erst heiraten. Ach, das ist doch so unromantisch. Mit der Schlussfolgerung, wozu dann einen Ehevertrag? Und deswegen ist es Zeit, dieses Thema einmal anzugehen mit der 5. musikalischen Rechtsberatung, einem emotionalen Argument für den Ehevertrag. Ich mag, was dich umgibt, wie unbeschwert du die Welt siehst, deine Art durchs Leben zu gehen, ist beneidenswert mit anzusehen. Was passiert eigentlich rechtlich, wenn ich heirate? Das machen sich die wenigsten bewusst. Denn in dem Zeitpunkt, in dem sich die beiden Liebenden das Ja-Wort geben, wollen Sie, Herr X, mit Ihrer anwesenden verlobten Frau Y die Ehe eingehen? Dann antworten Sie bitte mit Ja, ich will. Nun meine Frage auch an Sie, Frau Y. Wollen auch Sie mit Herrn X die Ehe eingehen? So antworten Sie mit Ja, ich will. Und genau in diesem Zeitpunkt schließt ihr einen Ehevertrag. Also genau genommen einen familienrechtlichen Vertrag. Aber Ja, ich will sind Eheschließungserklärungen. Und in dem Zeitpunkt habt ihr den Vertrag geschlossen, eine Ehe einzugehen. Kraft Gesetzes entstehen durch diese beiden Willenserklärungen, die Eheschließungserklärungen, nun Rechte und Pflichten. Und zwar einmal für die Dauer der Ehe und vor allem für den Zeitpunkt, sollte es doch einmal zur Scheidung kommen. Und diese Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem BGB. Der Gesetzgeber nahm sich im Jahre 1976 dabei die sogenannte Hausfrauenehe bzw. Einverdiener-Ehe zum Vorbild. Das bedeutete, in der Regel versorgte der Ehemann die gesamte Familie, die Frau blieb zu Hause, kümmerte sich um die Kinder und den Haushalt. Es ging also darum, Hausfrauen, die während der Ehe die Kinder großgezogen haben, im Fall einer Scheidung danach finanziell abzusichern. Also ein sehr kluger und sinnvoller Gedanke damals. Der Unterschied zu dem gesellschaftlich verpönten Ehevertrag ist einfach, dass wenn ihr heiratet, ihr euch in der Regel keine Gedanken macht, was sind eigentlich eure Rechte und Pflichten während der Ehe und danach. Und bei einem Ehevertrag spricht man einfach darüber, möchte ich diese Rechte und Pflichten, die sich unmittelbar aus dem BGB ergeben, oder möchte ich andere, möchte ich individuelle Regelungen angepasst auf meine Beziehung, weil ihr zum Beispiel keine Einverdiener-Ehe seid oder keine sogenannte Hausfrauen-Ehe führt oder Hausmann-Ehe. Der Ehevertrag ist also letztendlich nichts anderes, als dass sich zwei erwachsene Menschen, bevor sie oder auch schon nachdem sie geheiratet haben, einfach mal zusammensetzen und darüber sprechen, wollen wir unsere Ehe so, wie sie im Gesetz geregelt ist, oder wollen wir individuell besondere Regelungen treffen, angepasst auf unsere Lebensrealität. Ich mag, was du erzählst, dein ganzes Weltbild macht mich verrückt und mag, wie du dich gibst, offen und ehrlich, ganz anders als ich. Und im
Anfangsstadium einer jungen Liebe sollte so ein Gespräch doch möglich sein. Schließlich will man mit dem Menschen den Rest seines Lebens verbringen. Oder anders ausgedrückt, wenn ihr nicht darüber sprecht, wie ihr eure Ehe ausgestalten wollt und das eben auch in rechtlicher und finanzieller Hinsicht, ist es so, als würdet ihr euch bei einem Arbeitgeber bewerben und sofort sagen, ja, ich will hier arbeiten, ohne dass ihr eigentlich die Inhalte eures Arbeitsvertrags kennt. Also ohne dass ihr wisst, was genau wird überhaupt meine Tätigkeit sein, wie viel werde ich verdienen, wie viele Stunden muss ich arbeiten, wie viele Urlaubstage bekomme ich. Ihr geht einfach zu eurem Arbeitgeber und sagt, ja, ich will hier arbeiten und Punkt, fertig, aus. Das würdest du doch niemals tun. Richtig. Und deswegen hör jetzt mal gut zu. Denn jetzt lernst du, was passiert eigentlich, wenn ihr beide heiratet ohne Ehevertrag und es kommt zum Falle der Scheidung. Wenn ihr beide heiratet und ihr beide habt individuell nichts Abweichendes im Rahmen eines Ehevertrags vereinbart, dann kommt ihr in den gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft. Was für eine Gemeinschaft? Zugewinngemeinschaft. Machen wir das Ganze mal ganz plastisch und vor allem unjuristisch. Du bist YouTuberin und du betreibst einen Beauty-Kanal auf YouTube. Du hast damit mal als Hobby angefangen und in dieser Zeit deinen Ehemann kennengelernt. Dein Ehemann ist eher der solide von euch beiden. Er hat einen ganz normalen Angestelltenjob, ist darin sehr glücklich und belächelt ein bisschen, was du da eigentlich auf YouTube machst. Nun seid ihr beide 15 Jahre zusammen und mittlerweile läuft es nicht mehr. Eure Wege haben sich irgendwie auseinandergelebt. Ihr beide habt nicht mehr die gleichen Themen und findet nicht mehr zueinander. Also entscheidest du dich zum Beispiel als YouTuberin, du möchtest dich scheiden lassen. Doch eines mag ich nicht, dass du mal heiß, mal kalt zu mir bist und dass ich nicht weiß, was du eigentlich willst. Nach den 15 Jahren habt ihr beide ein gemeinsames Kind und dein YouTube-Kanal ist ziemlich gewachsen. Mittlerweile hast du da ein ganzes Unternehmen drum gebaut, wo du all deine kreativen Ideen ausleben kannst und hast damit ziemlich gut verdient. Dein Mann hat sich in dieser Zeit verstärkt um die Kinder gekümmert, weil er ein solides Einkommen hatte, also nicht selbstständig war und es sich auch besser einteilen konnte. Er hat dich aber dabei unterstützt, dass du dein Unternehmen aufbauen kannst und heute da stehst, wo du eben vor 15 Jahren noch nicht standest. Achtung! Diese Geschichte ist keine Wertung, sondern einfach ein klassischer Fall, in welcher Konstellation man unbedingt einen Ehevertrag abschließen sollte. Wenn ihr beide euch jetzt scheiden lasst nach 15 Jahren und ihr befindet euch in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinngemeinschaft, also ohne individuellen Ehevertrag, dann wird letztendlich der Vermögenszuwachs innerhalb dieser 15 Jahre ermittelt und dann durch zwei geteilt. Und das Ganze dann hier einmal durchgerechnet sieht so aus. Sagen wir mal, ihr beide habt 2010 geheiratet. Du als YouTuber hattest damals ein Anfangsvermögen von gerade einmal 1000 Euro. Dein Ehemann hatte zu dem Zeitpunkt bereits ein Anfangsvermögen von 10.000 Euro. Innerhalb der nächsten 15 Jahre hast du ein Kind bekommen, dein Mann hat sich aber vermehrt darum gekümmert und du hast vor allem dein Unternehmen aufgebaut. Nach 15 Jahren hast du dir als YouTuberin mit deinen neuen Unternehmen, die du dir nebenher aufgebaut hast, ein Gesamtvermögen von 500.000 Euro erwirtschaftet. Dein Ehemann, der dich familiär vor allem unterstützt hat, hat in dieser Zeit ein Vermögen von 90.000 Euro aufgebaut. Halten wir also fest, dein Endvermögen nach 15 Jahren Ehe beträgt 500.000 Euro, das Endvermögen deines Noch-Ehemannes beträgt 100.000 Euro. Im Rahmen des gesetzlichen Güterstandes der Zugewinngemeinschaft muss jetzt der Zugewinn eines jeden Ehegatten ermittelt werden. Das heißt konkret, du als YouTuberin hattest ein Anfangsvermögen von 1.000 Euro und dein Endvermögen von 500.000 Euro heißt, dein Zugewinn sind 499.000 Euro. Dein Ehemann hatte ein Anfangsvermögen von 10.000 Euro und nach 15 Jahren ein Endvermögen von 100.000 Euro heißt, sein Zugewinn waren 90.000 Euro. Halten wir also fest, dein Zugewinn nach 15 Jahre Ehe war 499.000 Euro und der Zugewinn deines Ehemannes waren 90.000 Euro. Das heißt, es ergibt sich ein Überschuss von 409.000 Euro, den du als YouTuberin erwirtschaftet hast, hast dein Ehemann aber nicht. Und dieser Überschuss von 409.000 Euro wird nun auf euch beide hälftig verteilt. Das bedeutet, 409.000 Euro durch 2 sind 204.500 Euro. Und nun hat dein Ehemann einen Zugewinnausgleichsanspruch in Höhe von 204.500 Euro gegen dich, weil er der Ehegatte mit dem geringeren Zugewinn ist. An diesem Rechenbeispiel wird deutlich, warum es so wichtig ist, dass gerade Selbstständige, also Freelancer, Freiberufler, Startups, unbedingt bei Eheschließung einen Ehevertrag abschließen müssen. Denn infolge dieser Zugewinngemeinschaft des gesetzlichen Güterstandes ergeben sich eben massive Folgen, die ohne einen Ehevertrag richtig teuer werden können.
bis sogar existenzbedrohend für dich als YouTuberin. Problem 1. Du hast nicht das Geld, dem geschiedenen Ehegatten, der einen geringeren Zugewinn hat, auszuzahlen. In unserem Beispiel müsste jetzt also die YouTuberin 204.500 Euro an ihren Ehemann zahlen. Aber dieses Geld wird in der Regel nicht auf dem Konto liegen, denn man muss ja das Endvermögen bewerten. Und das ist beim Unternehmen gar nicht so einfach. Das ist meistens nicht Geld, was einfach auf dem Bankkonto liegt, sondern das sind Vermögenswerte, die in dem Unternehmen stecken und die man überhaupt erst einmal ermitteln muss. Und das bedeutet im schlimmsten Falle, und das passiert tatsächlich immer wieder, dass in dem Fall die YouTuberin ihr Unternehmen oder mehrere Unternehmen, wenn sie diese hat, verkaufen muss, um diesen Zugewinnausgleichsanspruch an ihren Ehemann auszahlen zu können. Und nun stellt euch mal vor, nach 15 Jahren harter Arbeit, um sich so ein Unternehmen aufzubauen, was das emotional für einen Menschen bedeutet, wenn er wegen einer Scheidung, wo man eh schon große Probleme offensichtlich hat, dann auch noch sein Baby sein Unternehmen verkaufen muss. Problem 2, wie werden Anfangs- und Endvermögen beider Ehepartner überhaupt ermittelt? Und das ist ein Riesenproblem, denn überlegt euch mal, nach 15 Jahren überhaupt erstmal zu ermitteln, wie war denn mein Anfangsvermögen? Waren es denn wirklich nur 1.000 Euro oder waren es mehr oder hatte ich sogar Schulden? Das ist schon eine Riesenbeweisproblematik, die man ermitteln muss. Und beim Endvermögen, gerade bei Unternehmern, hat man das Problem, wie bewerte ich denn so ein Unternehmen? Und da gibt es verschiedene Methoden, die hochkomplex sind, und das bietet ganz, ganz, ganz viel Streitpotenzial zwischen euch. Denn wenn man sich scheidet, wird man meistens nicht mehr in der Situation sein, wo man ruhig, besonnen und gelassen und vor allem objektiv miteinander argumentieren kann, sondern dann wird es emotional, und da kann man natürlich den Ehepartner und hier in diesem Fall die YouTuberin als Unternehmerin hart treffen, denn die Frage, wie hoch ist der Wert des Unternehmens, birgt unendlich viel Streitpotenzial. Problem 3 sind Unterhaltszahlungen und Ausgleich der Rentenansprüche. Wenn ihr euch scheiden lasst, dann hat der finanziell schwächer gestellte Ehepartner Recht auf Unterhaltszahlungen. Hier kann man leider keine allgemein pauschale Aussage treffen, wie hoch die sind, weil das mittlerweile sehr individuell berechnet wird. Aber wenn die Unterhaltszahlung eben sehr hoch ist, weil zum Beispiel doch einer wesentlich mehr verdient hat und der andere zeitlich zurückgesteckt hat, dann können ihr doch höhere Unterhaltszahlungen auf einen zukommen, die wiederum existenzbedrohend für das eigene Unternehmen sein können, wenn die Zahlungen zu hoch sind und man nicht mehr Geld für neue Investitionen für sein Unternehmen hat. Demgegenüber hat in dieser Konstellation auch der Ehegatte unserer YouTuberin, also derjenige, der in einem Angestelltenverhältnis ist, das Problem, dass er unter Umständen seine in den 15 Jahren erwirtschafteten Rentenansprüche hälftig abgeben muss, weil die YouTuberin als Selbstständige nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt hat. Und das wird den angestellten Ehemann sicherlich gar nicht freuen. Und das ist in bestimmten Konstellationen natürlich auch nicht in Ordnung oder nicht gerecht, nicht fair, weil die YouTuberin vielleicht anders privat vorgesorgt hat, was aber nicht als Rentenansprüche gilt. An dieser Stelle nochmal ein wichtiger Hinweis. Diese Fallkonstellation ist keine Wertung und es geht auch nicht darum, jetzt an diesem Punkt zu diskutieren, was gerecht oder fair ist. Wer ist vielleicht schuld an der Scheidung? Hat jemand mehr Schuld daran als der andere? Sondern es geht darum, euch einfach deutlich zu machen, dass in dieser Konstellation Unternehmerin, Selbstständiger und der Ehepartner ist im Angestelltenverhältnis, das ist eines der wichtigsten Konstellationen, in dem man unbedingt einen Ehevertrag abschließen sollte. Genau um solche finanziellen Risiken zu verhindern, um ein finanzielles Desaster zu verhindern. Deswegen gilt der Tipp, am Anfang einer Ehe oder auch wenn ihr die Ehe schon geschlossen habt, ihr könnt auch später den Ehevertrag noch schließen, auch wenn ihr schon verheiratet seid, reden ist Gold. Aber das ist doch so unromantisch. Romy, du bist so eine Zynikerin. Ja, du argumentierst als Anwältin, aber nicht als normaler Mensch. Ganz ehrlich, wenn mir mein Mann mit einem Ehevertrag kommt, dann kann er gleich wieder gehen. Aber wie unromantisch wird es erst, wenn ihr euer komplett gescheitertes Eheleben vor Gericht und vor euren Anwälten ausbreiten müsst? Und was ist, wenn genau das der Grund ist, diese finanziellen Folgen, die ein Desaster für euch beide oder zumindest für einen von euch beiden sein könnten, dass ihr euch deswegen nicht scheiden lasst und zusammenbleibt? Nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis. So schön das mit dir auch ist und ich deine Freundschaft vermiss. Nicht um jeden Preis.
dass ich dich Teil meines Lebens sei. Genau deshalb müssen Selbstständige, Freiberufler, Startups, wenn sie heiraten, in jedem Fall einen Ehevertrag abschließen. Ihr müsst mit eurem Partner vor der Hochzeit oder danach, wenn sich abzeichnet, dass ihr ein Unternehmen gründen wollt oder es aus einem Hobby wirklich ein Unternehmen wird, offen und ehrlich darüber sprechen, wie wollt ihr eure Ehe regeln und wie wollt ihr sozusagen eure Trennung regeln für den Fall, dass es soweit kommt. Denn in dem Zeitpunkt werdet ihr noch die Möglichkeit haben, faire, angemessene, für beide gerechte Regelungen zu finden. Aber wenn ihr euch erst einmal streitet und an dem Punkt seid, wo ihr nicht mehr miteinander könnt, dann wird es meistens nicht mehr um faire Regelungen gehen. Dann geht es den Menschen nicht mehr ums Geld, sondern einfach nur noch ums Prinzip. Was passiert also nun bei einem individuell angepassten Ehevertrag? Wie bereits gesagt, wenn ihr heiratet, schließt ihr einen familienrechtlichen Vertrag so oder so. Ihr habt euch bisher nur keine Gedanken darüber gemacht, welche Rechten und Pflichten dieser Vertrag, diese Ehe für euch hat. Bei einem Ehevertrag, einem individuell ausgehandelten Ehevertrag, den ihr vor einem Notar notariell beurkunden lassen müsst, spricht man eben, was wollen wir und was wollen wir nicht. Und all diese Probleme, die ich vorhin beschrieben habe und noch viel, viel mehr, auch für den Zeitpunkt während der Ehe, könnt ihr individuell vereinbaren. Der simpelste Fall eines individuell vereinbarten Ehevertrags ist die Gütertrennung. Außerdem gibt es noch die sogenannte modifizierte Zugewinngemeinschaft. Es würde jetzt das Video sprengen, wenn ich euch jetzt im Detail erkläre, was das bedeutet. Mir ist einfach nur wichtig, dass ihr aus diesem Video mitnehmt, wenn ihr heiratet, habt ihr Rechte und Pflichten und diese ergeben sich unmittelbar aus dem BGB. Wenn ihr eine daran angepasste Lösung wollt, die konkret auf eure Lebensumstände passen, dann schließt einen Ehevertrag. Ihr könnt dort weitestgehend regeln, was ihr wollt, aber ihr schließt letztendlich einen Vertrag, den ihr sowieso schließt, passt ihn aber auf eure Bedürfnisse an und nichts anderes ist ein Ehevertrag. Ohne jetzt also im Einzelnen auf diese individuellen Ehevertragsmöglichkeiten einzugehen, nur mal drei Punkte zu dem Problem, die wir vorhin besprochen haben. Ihr könntet nämlich zum Beispiel individuell vertraglich vereinbaren, dass das Unternehmen der YouTuberin nicht Gegenstand der Zugewinngemeinschaft ist. Man nimmt es quasi heraus. Man könnte außerdem regeln, dass der angestellte Ehegatte seine Rentenansprüche eben nicht abgeben muss und man kann nacheheliche Unterhaltsleistungen ebenfalls regeln. Trefft also bitte eine gemeinsame Entscheidung und sprecht darüber, ob ihr die Folgen so wollt, wie vorhin beschrieben, oder ob ihr etwas davon Abweichendes vereinbaren wollt. Und übrigens, selbst wenn man einen Ehevertrag hat und vielleicht doch einmal der vermeintlich stärkere Ehepartner den vermeintlich schwächeren versucht, über den Tisch zu ziehen oder jedenfalls unangemessene, unfaire Regelungen in einem Ehevertrag trifft, kann man das später im Scheidungsverfahren immer noch gerichtlich überprüfen lassen. Das heißt, auch ein Ehevertrag kann von einem Gericht für unwirksam erklärt werden oder einzelne Regelungen davon und dann würden wieder die gesetzlichen Vorschriften des BGB zur Anwendung kommen. Das heißt also, der Ehevertrag ist doch kein "Ich ziehe dich jetzt mal über den Tisch"-Instrument, sondern es ist eine Möglichkeit für beide Seiten, faire und angemessene Regelungen zu treffen, damit man sie später eben nicht vor Gericht streiten muss. Und eines dürfte wohl unstreitig sein. Wenn man sich am Anfang einer Ehe oder jedenfalls, wenn man sich noch nicht grundsätzlich in Streit befindet und das Ganze beenden will, wenn man da eine Regelung trifft, dann werden beide Seiten natürlich viel gewillter sein, die Diskussion besonnen zu führen, objektiv und für beide Seiten faire Regelungen zu finden. Wenn man sich hingegen schon im Streit befindet, man kann natürlich auch noch im Scheidungsverfahren eine Vereinbarung treffen, sodass man sich nicht lange gerichtlich streiten muss. Aber dann geht es manchmal um verletzte Eitelkeiten. Vielleicht hat der eine den anderen betrogen und dann wird man nicht mehr gewillt sein, objektiv zu handeln. Dann geht es den Menschen meistens nicht mehr ums Geld, sondern ums Prinzip. An dieser Stelle ein kleines bisschen Eigenwerbung, denn genau zu dem Thema habe ich bereits einmal eine musikalische Rechtsberatung gemacht, in dem ich erkläre, dass es den Menschen nämlich nicht immer ums Geld geht, sondern ums Prinzip. Und das letzte Totschlagargument für einen Ehevertrag ist, auch wenn ein Ehevertrag am Anfang euch vielleicht schon recht teuer vorkommt, ich garantiere euch, nach 15 Jahren Ehe wird euer Vermögensbestand natürlich erheblich gewachsen sein und das bedeutet, die Anwaltskosten und die Gerichtskosten steigen um ein Vielfaches, weil
weil euer Endvermögen natürlich viel höher ist und das bedeutet letztendlich, der Streitwert ist viel höher. Ich mag, was wir mal waren, als zwei gute Freunde einander sahen. Heute ist alles ganz anders, weil ich hab den Moment verpasst. Wir reden nicht mehr zueinander nach so langer Zeit aneinander vorbei. Alles, was wir mal waren, ist ganz langsam auseinandergegangen. Doch eines mag ich nicht, dass du mal heiß, mal kalt zu mir bist. Und jetzt ist es Zeit für mich, einfach zu. Also investiert lieber am Anfang eurer Ehe in einen sinnvollen Ehevertrag, passt ihn im Zweifel im Laufe der Ehe ein paar Mal an und dann ist das Geld sehr gut investiert und ihr habt am Ende kein finanzielles Desaster, wenn ihr doch einmal an dem Punkt seid, dass ihr getrennte Wege gehen wollt. Und wenn es am Ende tatsächlich so ist, dass ihr euch entscheidet, getrennte Wege zu gehen, dann könnt ihr mit einem Ehevertrag einfach gehen. Ohne dass ihr euch Monate oder Jahre lang streitet, ohne dass du vielleicht den Bestand deines Unternehmens riskierst und es im schlimmsten Falle sogar verkaufen musst, ohne dass ihr eure privaten Probleme vor Gerichten und vor Anwälten ausbreiten müsst. Ihr könnt einfach gehen. Weil nicht um jeden Preis, nicht um jeden Preis. So schön das mit dir auch ist und ich deine Freundschaft vermisse, nicht um jeden Preis lass ich dich Teil meines Lebens sein. Da 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 da. Also, ihr habt gesehen, der Ehevertrag ist kein, ich ziehe dich jetzt einfach mal über den Tisch berechnendes Instrument, sondern es bedeutet, ich mache mir einfach mal Gedanken darüber, was eine Eheschließung eigentlich bedeutet. Und jetzt seid ihr dran. Wie steht ihr nach diesem Video zum Thema Ehevertrag? Habt ihr vielleicht mit eurem Partner auch schon mal darüber gesprochen und wie habt ihr euch geeinigt? Schreibt uns von euren Erfahrungen in den Kommentaren. Ich bin da sehr gespannt drauf. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Like und wenn ihr weitere Videos von uns, insbesondere musikalische Rechtsberatungen sehen wollt, dann abonniert uns hier auf YouTube.